gehst, also zum ZFM. Also ich bin hier in Göttingen unterwegs. Und es ist jetzt schon unangenehm, so zu reden hier. Ich will jetzt auch immer so nur so hier durch die Gegend laufen. Ich werde mich im Hintergrund doof angucken lassen, aber das ist okay. Na, guck mal, wie schön grün das hier ist. Auf jeden Fall, ich bin auf dem Weg zum ZFM. Morgen ist mein Run, aber ich möchte heute Finn unterstützen. Weil Finn ist ein ganz wundervoller Boy. Oh nein, hier darf ich nur 30 laufen. Scheiße. Hier wird auf jeden Fall irgendwas geballt. Aber jetzt ist Freitag, das heißt, die Baustelle ist leer. Boah, voll die dumme Idee, so mit Rucksack. Boah, ich will jetzt schon den Arm nicht mehr die ganze Zeit hochhalten. Ich bin ein vorbildlicher Bürger. Und grün. Ich beweise es euch. Grün. Das ist mir wichtig. Ah, schön. Guck mal mit der. Mit dem Himmel da so. Cool. Ja, ich liebe Wasser. Ich kann nicht gut schwimmen, aber hier ist Wasser. Ja, liebe Wasser. Vor allem so viel. Das sind Enten. Guck mal, jetzt ist mir schon egal, dass mich Leute hören. Guck mal. Da so. Ich mag das. Ah, und die Sonne. Leute, ich strahle. Das liegt nicht nur an meinem Zahnpasta-Lächeln. Oh, es strahlt. ZFM ist eine Spendenorganisation oder ein Spenden-Event, bei dem Speedrunner auftreten und dieses Jahr für die Tafel Geld sammeln. Das läuft seit Dienstag. Heute bin ich als Support einfach da, morgen als Hoster und selber Speedrunner und Sonntag bin ich auch nochmal da. Nein, warum brichst du dich? Einkaufswagen in der freien Wildbahn. Es ist verrückt. Okay, noch 200 Meter nach da vorne. Alter, meine Schulter wird nachher so wehtun. Ich halte einfach die ganze Zeit jetzt so. Wenn ich ihn gerade halten würde, wäre besser, ne? Dann hört man mich auch nicht mehr. Dann bräuchte ich so ein Ansteckmikro. Das Kind ist hingefallen. Bin ich großer Fan von. Gucken wir mal, was klar. Ich kann hier nichts machen. Ich sehe ja nicht mehr. Achso, doch, ich sehe das hier. 4 Leute! Großeinsatz! Ach du Scheiße! Du filmst doch gerade gar nicht! Jaha! Ich bin illegal hier, beruhigt euch! Aber auf jeden Fall ist man hier. Doch, da stehen Leute. Dann gehe ich jetzt erstmal auf und dann sieht man sich später. Laufen! 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 Sondern eure Energie! Lasst sie eure Energie spüren, damit sie bis zum Ziel rennen! Die Technik soll mir bitte sagen, wenn ich zu laufen. Haben beide Kontrahenten in der zweiten Welt. Ich habe kein. Nee, nicht mal. Nee, warte, ich lüge. Entschuldigung. Team Beutel. Und hoch und. Ey, ich habe gesagt, alle runter. Ey, ihr sollt runtergehen. Ich habe nicht gesagt, dass ihr hochgehen sollt. Unten bleiben. Unten bleiben. Hey, Grüni, alle machen länger, weil du weitermachen willst. Was soll das? Ja gut, das ist euer... wer sagt, dass du hier schlapp machen sollst? Oh, ey, du brauchst nichts überprüfen, du bist am Überleben. Ja okay, tanz mal schnell. Wer hat gesagt, dass du weg darfst? Du gehst jetzt zum Publikum. Warte, ich bin haben wir noch irgendwo hier Hedwig? Momentan liegt... Ich weiß es gerade nicht genau, ich klinge. Ich weiß nicht, wie es sein... Jetzt hat sich niemand gesehen, wow. Ja, jetzt müsst ihr sie nochmal machen. Meine Damen und Herren, Bühne frei für die Robbe von Weser. Weser, 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 Weser. Einen wunderschönen guten Tag. Max ist jetzt auf dem Weg zum ZFM nach Göttingen. Heute ist unser Race dran, unser New Super Mario Brothers Race auf dem Nintendo DS mit Nuster, mit Mulp und mit Masu. Und ich bin sehr gespannt. Auf zum ZFM. Achso, hier. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum ZFM. Bei dem Musa-Gebäude, Musa e.V. Ich war gestern schon mal da, war cool. Habe ich jetzt aber nicht weiter was gefilmt. Ich habe hier, haben wir vielleicht in meiner WhatsApp-Story gesehen. Wir freuen meinen coolen. Das ist fein. Und sieht auch echt schick aus. Das ist cool lila. Passt natürlich zu mir. Um 14 Uhr bin ich da an der Station und mache dann ein bisschen Hosting. Also ich lese da die Spenden vor. Ja, wenn ich richtig sehe, sehe ich da den Alex. Aber ich möchte nicht rufen. Ich würde so gerne. Aber das traue ich mich nicht. Moin. Ach, hallo. Hi. Ich bin noch am Stream, ja. Hallo Stream. Hallo. Hallo, ich bin Alex. Ich ziehe mich rein. Ich hab reingezickt. Ich bin so hinter dir hergelaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt einfach so stören will. Ja, natürlich.
Nein, entschuldigen Sie, Sir. Hi. Ich bin auf dem ZFM angekommen. Hier ganz viele wichtige Leute. Lisa, Chefchen. Da ganz viele, da ist Blue. Er ist riesig. Guck, obwohl jemand vor ihm steht, man sieht ihn immer noch. Und da vorne wird gerannt. Ich bin als private Vereinigung unterwegs. Bitte darf ich. Und ich darf gleich mich ans Hosting setzen. Dann bis später. Ich sitze jetzt hier im Hosting, bin ganz, ganz fleißig am Run gucken und am Überwachen, ob die Spenden reinkommen. Kommt alles wirklich an Infos. Und ich hoffe, ich mache einen guten Job. Auf jeden Fall, da vorne wird gerannt. Und da ist Chef Weser. Eigentlich soll der arbeiten und nicht hier heimlich Vlogs und Betriebsgeheimnisse filmen. Ganz kurz bei Germans gucken. Sehen wir gerade irgendwo Max oder Blue oder Finn bei Germans? Nee, ich sehe die nicht. Doch, da sitzt Max! Warum ist Max Host? Ja, wir haben hier abgelaufen, sterben wir? Okay. Max sitzt einfach an der Technik, hä? Wer hat ihn kochen lassen? Okay. Wer lässt denn Max an die Technik? Wer lässt ihn da gerade hosten? Digga, das ist aber so Wimmelbild. Wo ist Max? Und dann sitzt er da einfach als Host. Mann. Er ist doch am Handy, oder? Ich seh's doch. Der lächelt. Der lacht sich doch gerade einen ab. Doch, guck mal, wie er lächelt. Ja, ich bin geantwortet. Wink mal für meinen Stream. Hat nicht irgendwer Geld oder so? Max, guck mal, eigentlich geht's gerade einfach um das Race von den beiden. Es ist so deren großer Tag, deren großes Race. Sie haben so wochenlang dafür trainiert. Und wir schauen einfach Max zu, wie er im Hintergrund sitzt. Kann ich mal kurz drauf eingehen? Nur kurz ja! Ja! Er hat gewunken! Ja! Ja! Digga, Max! Dichter und Denker. Oha, da wird kurz besprochen. Max macht seinen Job nicht gut. Oh oh! Warum schiebt er so rüber? Guck mich nicht so an, Max. Ja, also, ist ja so schon so tief das Niveau. Also hier, also, nee, also es soll schon da oben sein. Also, aber seitdem du hier bist, ist halt gesunken. Ja, aber was soll ich denn machen? Du hast wieder du nicht zu überlesen. Ja, mach mal den Job besser jetzt. Ja, mach ich doch jetzt. Jetzt mach mich hier nicht so an. Ja, okay, sorry. Aber wann ist Pause? Ich muss noch meinen Run üben. Also, heute Abend ist doch mein Run, also... Ja, nee, hat die Fresse. Okay, ja, nee, dann nicht. Dann mache ich weiter euren Drecksjob hier. Aber gibt's auch noch Mittagessen oder so, mindestens? Warte, Adapt! Ja! Ich sitze hier noch in der Hosting-Session, gerade in Hanni. Hi! Und hier wird gerade besprochen, inwiefern man hier irgendwie mal anfängt, was zu essen. Denn dieser Mann hier hat Hunger und er weiß aber noch nicht, wann hier wie gegessen wird. Da, jetzt läuft der Alex weg. Jetzt habe ich nicht eine neue Info bekommen. Ich dachte, ich kriege jetzt eine neue Info. Blue weiß schon Bescheid. Sind wir ahnungslos? Wir sind definitiv ahnungslos. Definitiv nirgends eingeweiht. Aber wir sind hier immer noch reichlich am Spenden sammeln. Da steht eine dicke, fette Zahl. Also, da. Hier wird gerade Bayonetta gerannt. Ich kenn's dann, das ist Blue. Sag hallo. Hallo. Das ist Blue. Ich nehme euch mal kurz mit hier, weil ich hier an der Hosting Station mache. Und zwar habe ich hier ja die Donations, die hier durchlaufen für das Event. Hier habe ich dann das ist wieder Blue. Hier habe ich dann das Mikrofon, wo ich reinspreche. Und hier habe ich ein Stream Deck. Wenn ich hier dann drücke an, aus, dann kann man mich hören, dann nicht. Wenn jetzt hier gerade eine Spende da wäre, wollte ich euch das zeigen, aber ist gerade nicht. Aber ich wurde vorhin dabei mindestens einmal gefilmt, deswegen werdet ihr dazu was sehen. So, dann darf ich ja jetzt. Ich konnte kaum an mich halten, aber es kamen Spenden rein. Und wie ihr seht, wir haben die 5000 Euro geknackt. Rummel! Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und hier wird ganz viel im Background gemacht. Also ganz, ganz viel, was hier läuft. Ich mache eigentlich gar nicht. Ich drücke nur einen Knopf, damit ich reden kann. Aber da passiert die ganze Magic. Die Leute machen Magic. Wundervolle Leute. Das sah sehr anders aus. Hier wurde gerade jemand live dabei erwischt, der einfach geschlafen hat. Er möchte sich nächstes Jahr als Helfer bewerben. Weser, was sagst du? Es kommt in die Akte. Die Akte ist jetzt erst da und schon so dick. Anni. Ah, erwischt. Und wie ihr seht, hier kommt endlich meine Verpflegung. Oh, und jetzt wird hier randaliert. Sieht auch nicht mehr gefährlicher aus. Oh nein.
Oh nein. Ich wurde randaliert. Es geht alles kaputt. Okay, keine Verpflegung für mich. Ich bin jetzt fertig mit meiner Hosting-Schicht und hier wird gerade blindfolded trainiert. Mulp Runter spielen nämlich, ohne zu sehen, was er macht. Ich zeig das mal hier so ins Bündchen. Und dann kommt er einfach diese Sprünge hoch, einfach so. Und den Run darf ich morgen kommentieren. Krank. Ich gehe da einfach mal mit rein, denn jetzt geht es Richtung Essen. Und ich weiß genau, dass man so richtig Bock auf Vlogs hat. Hi! Wir gehen jetzt nämlich einmal eine Runde essen, weil wir haben alle schon einen anstrengenden Tag hinter uns. Hier ist Chef. Hallo! Oh. Ich nehme einen Döner mit alles. Oh. Geil. Da kommen noch mehr Leute. Ich hoffe, ihr seid damit okay, dass man euch vielleicht kurz auf Video hat. Ja, das soll nee, geht gar nicht. Gar nicht, alles klar. Da. Alle außer Blue. Das ist ja lange auf Dorian seinen Arsch. Oh, da wird richtig geknallt. Wir machen uns jetzt auf zu Papiano und werden da auf jeden Fall essen. Gegen den run ich nach. Ey, du siehst diese Schliere, ne? Da ist einfach so ein Knacks. Da ist einfach so ein Knacks in der Folie drüber. Ne? Aber wenn ich da. Ja, so machst du es dir auch sauber. Alter. Der erste Satz, der ab da anfällt, ist: Ich kann das alles hier. Ihr hört, wir haben Spaß auf dem Weg zu Vapiano. Es geht rein ins Vapiano. Da, hier, er muss schon durch. Grüß Gott. Hallo. Hi. Kriegt ihr so einen coolen Tipp? Da hinten sind die Leute, die warten auf uns. Oh, da wird schon gesessen. Das heißt, da werde ich jetzt schön easy hinsteppern. Da, der Alex, der begrüßt einen schon. Laufen, laufen. Ich bin schon Honey. Max, Blau, hier wird jetzt gegessen, ganz fein und ordentlich. Hallo, an die ganzen Leute. Und dann warten wir jetzt. Oh, was ein tolles Etablissement. Da hinten sind ganz viele wichtige Leute. Guck mal da. Die bemerken gar nicht, dass man sie sieht. Also ganz wichtige Runner, alles Leute, die man kennen muss. Da sind wir vorbei. Wir gehen da gleich hin. Blue, auf uns. Bing, bing. Auch ich habe mein Essen endlich bekommen. Der Rest ist schon schön am Futtern. Und dann wünschen wir doch guten Appetit. Weser, was sagst du? Ich hab Hunger. Schön und Küsse sind jetzt auch da. Die haben auch was zu essen. Die sind 2 Sekunden hier und haben direkt ihr Essen bekommen. Ich habe erst was Falsches bekommen. Thunfischpizza, Alter. Wie war das Essen? Das ist das Zeichen für lecker Essen. Ja. Wir sind gerade in einer Live-Schalte zwischen all unseren 3 Autos, mit denen wir unterwegs sind. Wir haben Finn und Alex in der Leitung und die Leute da hinten, winkt mal aggressiv. Da wurde aggressiv, sieht man nicht. Und da vorne sind auch noch Leute unterwegs. Da sieht man schlecht, aber wir sind hier hart unterwegs. Ja, wir fahren. Wir fahren doch schon. Da wird gerannt, da ist Milo, da ist Blue schon wieder. Blue ist andauernd da, Grüni steht gerade auf. Es ist eine Menge los hier. Leute runnen, die Leute haben Spaß. Und auf jeden Fall einen guten Tag. Hecker! Nuster, was ist los? Jetzt? Na, weiß nicht, da ist mir gerade nach. Gleich wird ordentlich gerannt, was sagst du dazu? Ich habe jetzt schon keine Lust. Hä, das wird mega lustig. Ja, wird es. Ja, ja. Aber ich spüre böse Blicke. Hab gar nichts gemacht. Ich wechsle mal die Kamera und gehe erstmal. Weiß nicht, ich filme einfach nur ein bisschen. Oh, jetzt ist Finn am Start. Finn, hol Weltrekord. Finn ist nicht begeistert. Okay. Go Finn! Vier Rivalen fordern sich zu einem Duell heraus in dem neuen Super Mario Bros. Aus 2006. Wir haben Max & G, ein schneller Lerner von vielen Spielen. Wir haben Mulp TV, ein Mann so selbstsicher, er übt absichtlich nicht, um den anderen eine Chance zu lassen. Watz 00 hat ein unfassbar großes Portfolio an Spielen, die er speedrunnt. Viele davon sind Mario-Spiele jeglicher Art. Und zu guter Letzt haben wir Nustatree. Sie hat den Ruf entwickelt, dass sie in absolut jedem Marathon-Run eine neue persönliche Bestzeit aufstellt.
Wir haben einmal eine Peach da an der Stelle. Dann haben wir einmal einen Mario. It's me. Wir haben einen Luigi. Hallo. Und ich bin Pikachu. Ich dachte, wir spielen heute Smash. Hallo. Hoffen auf möglichst wenig Tode und, wie der Einspieler schon gesagt hat, auf eine Pipi von Nuster. Kein Druck. Hey. An alle, die jetzt hier gerade hier sind, einmal bitte Hand hoch, wer möchte das mit Mario, dass wir das alle durchspielen? Ich spiele Mario. Stopp, wir hatten eine Umfrage im Chat. Achso, oder irgendwer hat schon den Chat gefragt, das ist gut. Ja. Redet einfach. Ich will eigentlich mit Mario spielen. Ich möchte mit Luigi spielen. Na, dann sind wir uns doch einig, dann können wir doch spielen, wie wir möchten. Ich möchte weder mit mir noch mit Luigi spielen. Was, die Crowd darf doch? Okay. Okay. Max nimmt Mario. So, wer will es jetzt für Mario? Finger hoch einmal. Ihr Verräter! Luigi! Das ist Luigi. Yes! Das merke ich mir. 3, 2, 1, go! Luigi! Luigi, Alter, das ist so unfair. Wo wir das gerade erwähnen, nochmal vielen Dank an die Technik, die hier alles gegeben hat, damit wir überhaupt das Rennen stattfinden lassen können. Technik! Letztes Jahr saß ich noch hier und war voll eifersüchtig auf Nuster mit ihrem 3DS und ihrem Capture-Ding. Und dann endlich, ich darf... Ach, oh. Jetzt ist auch der letzte Luigi in Welt 5 angekommen. Luigi, Alter. Luigi klingt halt besser als Mario. Hm. Sagst du etwa was gegen meinen Bruder, du kleines Pikachu? Alle haben nur für deinen Bruder gestimmt, Mario. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Nicht mal Peach hat mich gewählt. Ja, siehste. Tja. Es tut mir leid. Das klingt gelogen. Das kommt ein bisschen zu spät. Wir haben 5 Euro von Spoiler-Bär, weil wir es ja gerade sowieso von Spoilern hatten. Baller los, wie Noni sagen ja. würde. Wir haben von Honey nochmal hier 5,06 Euro. Erstens, wieso hat Luigi den Bart von Mario? Zweitens, was zur Hölle macht Pikachu da? Wir sind hier nicht bei Smash. Und drittens, Peach, mach hier mal kein Theater wegen deines neuen Spiels. Das kauft am Ende doch eh keiner. Das war nicht Teil der Spende. Die Shots gefeiert. Das war kein Teil der Spende, das war von mir, Entschuldigung. Sie haben 2,93 € von Venito. Pikachu, du hast dich verlaufen. Deine Einladung war für Smash. Und wir haben 10 Euro von Destroy Ender. Baller los, wie Noni sagen würde. Dankeschön dafür. Dankeschön. Das war ein elendig langes Wasserlevel und ohne Blue Shell ist das nochmal unerträglicher. Ja, reifst mir noch mehr unter die Nase, Max. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Deiner Blue Shell. Ach. Und nimmt ein Feuerwerk mit. Schnapszahl. Kann okay, ich erklären. Schnapszahl. Das kann ich gerade machen. Hui. Schnapszahl. Wir haben Knochenbowser. Wir sehen einen Knochenbowser. Ich habe Knochenbowser auch eine mitgegeben. Okay. Ganz ruhig, das Spiel ist noch nicht vorbei. Das ist unfair. Aber Luigi gibt da sein Bestes, um auch Bowser zu besiegen. Und Time. Time. Wir haben eine 26,30. Oh. Gerade mehr oder weniger aus. Nein, ich matche die Spenden nicht. So viel Geld habe ich. Time. Da sind wir eine 28,49 bei Wazoo. Spring doch einfach. Sei fahren. Nein, mach ihn jetzt fertig. Und es ist Time. Time. Immerhin noch unter Estimate geblieben. Super! Mult, wann deiner? Ja. Stimmt! Okay, Karten. Schönen Abend noch. Wir haben ein Bild. Ich finde es schön, dass du immer noch falsch bist. Du sollst immer noch nach Smash. Wie fühlst du dich eigentlich danach? Du hast ja Max eigentlich den Run beigebracht. Und dass er dich so schnell eigentlich geschlagen hat mit der Pipi. Das war ja schon nach 24 Stunden, weil es ist eigentlich wirklich so ein... Ich bin auf eine Sub 30 aus und auf einmal sehe ich nur, er hat eine Sub 30 innerhalb von 24 Stunden. Ich so, ist das dein Ernst? Das liegt aber auch nur daran, dass Nuster eine verdammt gute Lehrerin ist und da kann man auch gerne stimmt, mal in die Hände klatschen. Applaus. Warum bist du in einem Pikachu-Kostüm und nicht in einem Toad-Kostüm? Ich wurde zu Smash eingeladen. Ich habe einen Brief bekommen mit so einem Smash-Logo. Yo, let's Smash. Nee. Ich lasse mir da keine andere Geschichte reinreden. Let's Smash und dann sitze ich hier. Hey, New Super Mario. Das ist unfair. Wer setzt an? Was ist falsch? Also im Endeffekt kam die von Wazoo kurz vor
kurz vorm Event die Idee, oh mein Gott, Incentive und so, und dann hat es halt nicht mehr funktioniert und ich so, ey, wie wär's, wir könnten uns einfach kostümiert hier hinsetzen. Ist ja Spaß für jeden. Ja, hast du gesagt. Und ja, ich hab's in die Gruppe geschrieben, bei uns dreien hat's Anklang gefunden. Und ich habe nicht geantwortet. Und Max hat einfach nicht geantwortet. Warte mal, gerade die ganze Crowd, auch da hinten mal aufgepasst, ich möchte bitte einen Applaus für Max, er ist im Estimate geblieben. Im Estimate! Hey! Lass dich einfach überraschen, einfach. Okay, ich lass mich überraschen. Schöne Werbung jetzt für Elgato. Danke, Elgato. Ja, das kam gerade hinter dir, ist eine Mütze aufgesetzt worden. Ach so, ja. Ich bin jetzt cool. Okay. Also, wir lassen bei dir überraschen. Du reichst aber. Wir können aber ganz kurz nochmal den ganzen Leuten hier danken, die das alles so auf die Beine stellen, weil man fühlt sich hier mega gut aufgehoben. Man hat Spaß hinten in der Practice Area. Man kann machen, wie man mag. Weser hat immer ein Lächeln auf der Fresse. Das ist wundervoll. Ach. Ja, das war jetzt noch geschafft auf letzte Sekunde. Ey, hier, ich muss was an der Hülle tun. Da ist so ein Kratzer über dem. Oh, ich sehe schrecklich aus. Hab gerade so viel in dem Pikachu und sie geschützt, aber war immerhin lustig. Ich hab's noch zum Zug geschafft. Mulp hat mich netterweise noch speedmäßig gefahren. Wir sind Speedrunner, wir wissen die schnellsten Ecken und so. Und jetzt geht's erstmal wieder Richtung Heimat. Und morgen bin ich ab 10 Uhr im Hosting drin. War heute richtig cool, diese 4 Stunden da zu machen. Man wurde eingewiesen. Ich konnte so ein bisschen Schabernack in den Pausen machen. Das war wundervoll. Und morgen geht's da weiter. Es wird weiterhin fleißig Spenden gesammelt. Es steht ein unglaublicher Spendenbetrag bisher. Und ja, sehen wir mal, wie es morgen weitergeht. Bis dann. Ciao. Guten Morgen. Es ist jetzt aktuell. Okay, es ist 12.10 Uhr. Ich bin hier bei meiner zweiten Hosting-Schicht bei German am Sonntag. Jetzt gerade gibt es Star Wars. Und hier. Wie Salvo. Oh, er klaut mir das Logo. Die machen da hinten gerade ein Gruppenfoto. Da stehen ganz viele wichtige German-Leute. Ja, es gibt gerade Star Wars. Als nächstes kommt noch Legend of Zelda A Link to the Past. Habe ich voll Bock drauf, das zu hosten. Und dann gibt es noch Mario 64 mit Mult. Da darf ich mit Commentary machen. Er macht das blindfolded. Jetzt gerade wurden einfach die 5.000 Euro geknackt, ey. Danke. So, ich bin jetzt fertig mit meiner Hosting-Schicht. Jetzt darf ich hier noch ein bisschen das Programm genießen. Hier vorne wird noch ordentlich gerannt und gespielt und geübt. Da vorne gab es einen frei Bedienstand. Ich habe mir einen Apfel, man sieht es nicht, aber ich habe mir einen Apfel geholt. Da vorne wird noch Zelda A Link to the Past gerannt. Und es ist ein spannendes Race. Die sind sehr gleich auf. So, ich übernehme jetzt hier einmal ganz kurz den Vlog. Und zwar, ja, das Kleid, wie ihr vielleicht schon in dem New Super Mario Bros. Run gesehen habt, habe ich nicht mehr an, sondern... Ich lasse mich nicht von dem armen Pöbeln. Hey, bitte. Ich bin jetzt Prinzessin. Genau, er ist jetzt Prinzessin. Und wenn einer sagt, das steht mir nicht, dann weine ich und ist gelogen. Genau. Direkt gebannt. Danke dir. Ja, und damit man das auch noch direkt im Vlog hat, natürlich Mulp als Schallgeil. Es darf nicht fehlen. Genau. Und guckt euch einfach eure Prinzessin an. Das rutscht mir hier immer von meiner viel zu muskulösen Schulter. Ja. Ja, und damit übergeben. Ja. Und damit übergebe ich dann einfach wieder an Max. Dankeschön. Dann müssen es auch noch schnelle Stammvertragen sein, nicht dass der Hund danach anfängt einzuschnappen. Jetzt! Ja! Ja! So, jetzt zum Stern. Komm. Feuer. Oh Gott sei Dank. Na. No. Jawollo! Easy first try! 15 Euro von Calaisia 1996. Diese Prinzessin Peach würde Bowser nie entführen. Hä? Klar würde Bowser mich entführen. Das habe ich nicht gehört. Rechts von ihm?
Easy. Easy. Jetzt. Ihm blind zu timen. Sauber. 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 Respekt. Das sind 10 Sterne gewesen, die keiner von uns so gesammelt hätte. Da gibt's auch einmal einen dicken Applaus für Wulf. Wir alle wissen, oder viele von uns Runnern wissen, wie nervös man da vorne ist. Und vor allem, wenn mal was nicht hinhaut, wird man direkt noch nervöser. Und für einen ersten Blindfolded-Marathon-Run ist das hier mega spannend zum Zugucken, zu sehen, wie das funktioniert. Und... Oh, 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 oh. Mario lebt gefährlich. Oh, das ist... Sacré bleu. Wow. Und schon mal drin. Sehr gut. So, der erste Bowser-Kampf. Wir sind gespannt. Das ist sehr hart. Oh. Das sieht wie eine Sache aus, die funktionieren wird. Ja, und damit slidet er jetzt, glaube ich, einfach direkt zur Bombe, indem er ihn halt einfach durchgehend fallen lässt. Huh? Wie doof aussehen lassen kann man Bowser? Mulp, ja. Ah, Schlüssel noch, Schlüssel noch. Ah, aber ich glaube, da muss er nur gerade drauf zulaufen. Sauber! Okidoki, wir haben jetzt gerade die Info durch Mulp bekommen, dass er den Run beenden möchte. Also an der Stelle cutten möchte. Es ist schon leider viel Zeit ins Land gegangen. Wir haben aber trotzdem 10 ultra gute Sterne von Mulp gesehen. Da möchte ich einen tosenden Applaus haben. Oh. Das waren 10 Sterne, die niemand von uns so hätte sammeln können. Wir haben einen unglaublichen Bowser-Kampf gesehen. Ich bin schwerst beeindruckt. Und ich denke, wir erlösen Mulp damit jetzt auch ein bisschen. Hörst du uns? Mulp, du hast das mega unglaublich gemacht. Wir saßen hier mit Kinnlade unten bei jedem Stern, den du eingesammelt hast. Es sah super, super gut aus. Viele Sachen waren unglaublich knapp. Wir wurden gut unterhalten, möchte ich ganz dick Danke sagen. Auch der Chat war komplett auf deiner Seite. Du hast sehr, sehr viel Lob bekommen. Ja, ja, okay, die Queen möchte auch mit drauf. Ich muss einmal, ja, hier nochmal einen Applaus bitte für diesen Run. Also, Mulp, what the fuck war das? Gehen wir zum letzten Run des Tages. Außer du hast noch irgendwas zu sagen. Ja, vielen Dank nochmal für den Support, auch wenn es halt nicht so lief, wie erwartet, erhofft. Aber beim nächsten Mal wird es besser. Wir drücken dir die Daumen. Man darf sich nur nicht unterkriegen lassen, man muss immer wieder aufstehen. Genau. Richtige Einstellung. Damit geht's in den letzten Run des Tages. Bis gleich. Sieht ja scheiße aus. Nee, so ist besser. So, der Mario Run ist vorbei. Ich war als hübsche Prinzessin unterwegs. Nusta, ich war hübsch. Ja? Ja, 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 du warst sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch sogar. Und jetzt läuft gerade im Hintergrund mal so entlang. Und da läuft gerade It Takes Two, der. Boah, das ist so schwer. So schwer. Da läuft It Takes Two. Der letzte Run für das German ZFM Event. Der Spendenstand ist jetzt bei 5.500 Euro und damit ist schon die höchste Spendensumme bei einem ZFM jeweils zusammengesammelt worden. Also das ist unglaublich. Ich freue mich schon auf die Dreamhack in Hannover. Ich hoffe, ich werde mit reingenommen. Für mich geht es jetzt bald wahrscheinlich mit Richtung Heimat und dann vielleicht noch Fazit. Mal gucken. Ja, komm, ist die Uhr auf 15 Uhr gesprungen. Tschüss. Tschüss. So, hier sind noch ganz viele wundervolle Leute. Das ZFM ist soweit durch. Die Leute machen sich jetzt los. Das Finn. Hi! Und es geht für uns jetzt Richtung Heimat. Und mal gucken, was da noch gesagt wird. Bis später. So, das war das ZFM für uns. Oh, ich renne noch kurz zu Finn. Das war das ZFM für uns. Wir machen uns jetzt Richtung Heimat. Aber da ist noch Finn. Hallo. Da ist noch Finn. Da ist Christi. Papa-Aufsteller. Wir hatten Papa-Aufsteller erworben. Ja. Es geht jetzt nicht heim, ich musste jetzt noch das Outro so machen, weil Akku ist leer. Ja, voll unhöflich. Aber das kennt man ja jetzt mittlerweile von mir. Mist. Es wird jetzt noch kurz was gegessen. ZFM war ein super Erfolg, neuer Spendenrekord. Tolle Leute. Richtig und dann krass, bald
Wo trifft man uns wieder? Dreamhack! Auf der Dreamhack, wir haben Bock. Sehr richtig. Blue, du stehst ja hier schön. Und Vinito, du stehst ja auch so schön. Weißt du, was dazu passen würde? Natürlich, ein guter Walzertanz. Weil, meine Damen und Herren, der gute Sport besteht es auch zu tanzen. Denn auch der Tanzsport ist groß dabei. Ey, die machen das sogar ziemlich gut. Ich war noch nie im Tanzunterricht, aber das sieht großartig aus. Da, 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 da. Da 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 da.